So, jetzt nochmal in Zusammenfassung für Genießer. Der Glitch, den man provozieren kann, als benutzerdefiniertes Rennen, finde ich am schönsten anzusehen. Aber wie ich euch gezeigt habe, ihr müsst dafür sorgen, dass das Auto fahrbar ist. Das heißt, dass die LP angezeigt werden. Wenn dann Ausrufezeichen steht, funktioniert das hier nicht mehr mit dem benutzerdefinierten Rennen. In meinem Fall muss ich den Ballast runternehmen auf 148 Kilo. Bei 149 Kilo ist noch Ausrufezeichen. Bei 148 Kilo wird dann, wie ihr da oben noch so gerade erahnen könnt, in dem hinteren Fenster 367 LP angezeigt. Und nur dann funktioniert das, dass man damit auch ein Rennen fahren kann. Also hüpfen kann. Rennen kann man das nicht nennen, aber ihr werdet es gleich sehen. Das Rennen beginnt und dann dauert es nicht lange und die Autos flippen aus. Spätestens, wenn sie sich berühren. Ah, da geht's los. Die erste Kurve und juppai di tirandala. Ja, ich auch. Das Problem ist, man kommt auch nicht dran vorbei, um mal an einer anderen Stelle zu gucken, mit mehr Geschwindigkeit. Boah, jetzt geht gar nichts mehr hier. Mein Lenkrad flippt gerade komplett aus. Ah, ich bin dran vorbei. Schnell weg. Ja, die spawnen hier auch aus dem Nichts, wenn die wieder, obwohl ich das rausgenommen habe mit dem Respawn. Ich bin dran vorbei, fast. Da ist einer gespawnt, direkt in mir drin. Ja, das ist hier schwer dran vorbeizukommen. Der ist einfach mal weg. Der kommt jetzt irgendwann wieder hier runter gestürzt. Da ist ein Schatten, jetzt ist er da hinten runter geknallt. Ja, so viel dazu. Ist nicht so einfach. Dahin ist die Eisenbahn. Gucken, ob wir uns hier durchmogeln können. Sobald man ein Auto berührt, ist vorbei. Ich habe mich gefangen. Vielleicht kann ich hier mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich möchte mal gucken, ob ich mit mehr Gas höher fliegen kann. Nein. Ja, gut, dann gucken wir mal. Wie sich das dann so darstellt. Als Wiederholung. Dahin hoppern schon die ersten. Wie witzig. Ah ja, ich bin mittendrin, ja klar. Wie eine Horde gewordener Kinder. Willkommen im ADHS-Kindergarten in Dortmund-Applerbeck. Hat schon was. Irgendwie hat das was, oder nicht? Am schönsten aus, haben wir so einen schönen Überblick. Die Leute haben aber keine Angst vor den Autos. Ja, man kann es vielleicht noch ein bisschen übertreiben, noch mehr übertreiben. Renneinstellungen, pass mal auf. Wir können nur 20 einstellen. Oh, das ist schade. Aber wir können uns ganz ans Ende setzen, dann sehen wir vielleicht noch mehr. Weil wir dann vor uns mehr Leute haben. So, jetzt sind wir ganz hinten, Platz 20, und haben alle vor uns. Dahin fliegen sie. Aber wie? Bremst es mal gar nicht. Oh, jetzt habe ich den Streckenposten. Habe ich den da runtergeschossen? herrlich, guckst dir an. Die Kinder von Bullabü, hätte ich jetzt fast gesagt.
ADAS ist machbar, auch bei VW, Herr Nachbar. Ich fahre mal hier zur Seite, zu weit raus nicht, dann hüpfe ich wieder. Was eine... Was guckst du? Unfall? Wo denn? Ach, guck mal. Zack, ist plötzlich die Fahne von gelb auf grün ge... Ah, aua. Kerlo-Kiste. Aber da, also, da hinten fliegt er. Aber sie kommen ein Stück weiter. Offensichtlich bewegen sie sich. Ein bisschen eingedellt sind sie natürlich alle. Also man kommt hier auch kaum. Man kommt hier kaum. Aua. Man kommt hier kaum durch. Oh, mein Lenkrad, das rappelt. Oh, 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 oh. Ich bin an die Begrenzung gekommen. Nein, 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 nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Kann ich das Rennen gewinnen? Kann ich das Rennen gewinnen, indem ich hier... Das war ein Nasensteher. Ich habe auf der Motorhaube gestanden. Komme ich hier irgendwie durch? Nein, ich komme hier nicht durch. Nein, wir geben das auf. Aber es ist einfach witzig. Alter Schwede. ja, hat was. Nein! Ich bin doof. Ich wollte die Wiederholung angucken. Bin ich auf Start gekommen. Ach Mann. Ich wollte noch ein bisschen das von außen noch mal mir angucken, weil das so schön ist. Der Rennposten. Er hat es wieder überlebt. Das ist, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ah, schnell weg, schnell weg. Nein, geht nicht. Die immer von oben hier runterfallen müssen. Ja, ich wusste, dass da wieder einer eingeflogen kommt. Irgendeiner erwischt mich immer. Assala. Na, 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 lass mich noch mal ein Stück fahren. Kann ich rückwärts fahren? Lass mich rückwärts fahren. Nein, rückwärts darf ich auch nicht. Scheiß Känguru-Sprit. Nein, nein, nein. Fahren wir nicht in die Karre. Egal. Wohin jetzt? Geh mal an die Seite. Eieieiei. So, jetzt aber nicht wieder, nicht wieder falsch klicken, Carsten. So, das wollte ich. Schade, dass man da nicht mehr Autos als 20 einstellen kann. Das ist ja noch lustiger. Herrlich. Es gab schon mal so ein witziges Ding, das muss ich auch nochmal ausprobieren. Es gibt einen Kurs, da ist eine extreme Steigung drin. Und wenn man dann mit VW Käfern fährt, die echt nicht viel Power haben und irgendwas noch machte, dann bleiben die alle am Berg hängen und es gibt gar kein Fortkommen mehr. Die blockieren sich dann alle gegenseitig und rollen irgendwann rückwärts. Das ist der Nasensteher. Ja, dafür gibt es gute Haltungsnoten. 5,8, 5,8, 5,9, 6,0, 5,8.
Das ist der Versuch, rückwärts zu fahren? Mit dem Känguru-Sprit im Tank? Nein. Nicht wirklich. Hat was. So, ist auch gut. Ist auch spät genug. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns wieder in VR.